Dann legen wir mal los. Hallo und herzlich willkommen zur Nerd Night und zu unserem ersten Vortrag. Warum sind wir heute hier? Naja, im Wesentlichen haben wir für die Firma mal was Nettes gemacht, was man hier vorne auch so schön sehen kann. Unsere Firma sieht man hier, TNG Technology Consulting, machen normalerweise Consulting, aber einmal im Jahr kriegen wir die Chance, was richtig zu machen, was wir eigentlich wollen. Und wir haben uns gedacht, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also wir fahren praktisch in die Berge zu den sieben Zwergen und dürfen machen, was wir wollen. Und in dem Fall haben wir einen Würfel gebaut. Warum und was es damit auf sich hat, darauf kommen wir gleich. Genau. Ja. Wir sind ja im Wesentlichen alles Informatiker. Moment, und ein Physiker? Moment. Manuel, bitte komm mal mit. Das Mikro bleibt auch hier. So, jetzt stimmt's wieder. Also im Wesentlichen sind wir alles Informatiker. Und Thomas, kannst du umschalten? Und der Titel unseres Vortrages heute lautet Unterbelichtet. Ach, verdammt. Formen und Auswüchse der modernen ganzheitlichen Digitalfotografie. Und wie ihr hier an einem schönen Beispiel seht, haben wir die Technik offenbar nicht ganz im Griff. Aber Thomas bekommt das gleich hin. Ihr seht da schon mal dieses Bild von diesem Affen. Hat das jemand in letzter Zeit gesehen? Kennt jemand das Bild? Wunderbar, okay. Dann wisst ihr vielleicht auch die Geschichte dahinter. Es handelt sich hier um ein Selfie. Das Besondere daran, es ist von einem Affen gemacht worden. Wie groß der Unterschied zu anderen Selfies im Internet ist, ich weiß es nicht. Fakt ist nur eins, der Tierfotograf, der damit im Dschungel war, hat seine Kamera verloren und der Affe hat sie genommen und von sich ein Selfie gemacht. Und jetzt ratet mal, wer die Urheberrechte nicht bekommen hat. Es war nicht der Fotograf, also der Fotograf hat sie nicht bekommen. Der Affe. Vermarkten kann das leider nicht, aber das bringt uns auf das Thema unterbelichtet Formen und Auswüchse der modernen ganzheitlichen Fotografie, Digitalfotografie, wo Selfies natürlich eine große Rolle spielen. Ja, die Agenda. Zunächst ein kleiner Blick in die Geschichte der Fotografie, danach die... Was ist denn jetzt, Manuel? Ich will ein Foto machen. Du willst ein Foto machen? Ja, los, machen wir ein kleines Live-Experiment. Der Manuel hält jetzt mal die Kamera hoch. Also, auch wenn ihr nicht glaubt, dass das eine ist, es ist eine. Und ich würde euch mal alle bitten, die Arme hochzuhalten. Das wäre ganz nett von euch, ja? Wunderbar. So, der Techniker, also was der Thomas jetzt ist, der drückt da jetzt den Knopf. Und dann wird drahtlos übertragen, ein Signal, und dann löst diese Kamera aus. Ich stelle mich mal weg. Und wenn alles klappt, bekommt ihr morgen dieses Foto auf der Facebook-Seite von der Nerd Night zu sehen. Live-Experiment. Super, Thomas, bist du fertig? Es läuft gerade noch. Es läuft noch, bitte halt noch die Hände hoch, es geht. Die Bierflaschen, ihr dürft auch Bierflaschen hochhalten, es ist alles okay. Ihr habt das alle leichter wie ich. Ganz genau. Und? Ist durch. Ist durch. Perfekt, vielen Dank und vielleicht sehen wir gleich das Resultat. Ja, okay, Manuel, du verlässt bitte die Bühne. Danke. Ja, Aspekte der Fotografie, Auswüchse, Selfies, Foodporn. Wir werden heute mal richtig auf die Kacke hauen. Danach geht es zur Panoramafotografie, also diesem ominösen Würfel. Und danach ein kleines Fazit. Ja. Also die Geschichte der Fotografie ist natürlich nicht ganz neu. Im Wesentlichen fing es alles mal so an mit der Kamera Obscura, 4. Jahrhundert vor Christus. Das Prinzip hat aber schon Aristoteles erkannt und war damit sozusagen der erste bewiesene Nerd der Welt. Und wie jeder gute Nerd hat auch er auf direktes Sonnenlicht verzichtet. Deswegen sieht man hier, wir haben da so ein kleines Loch, über das indirektes Sonnenlicht in diese Kammer reinkommt und macht halt dann ein umgekehrtes Bild von der Umwelt. Und das konnte man dann abzeichnen, war also ganz nett. Ganz genau. Ja, das nächste ist die Laterna Magica, die Zauberlaterne, 17. bis 20. Jahrhundert. Ja, das war ein Massenphänomen damals gewesen, weil wir haben jetzt also dieses Gerät, wo eine Lichtquelle ist, ein Kalklichtbrenner, eine Bogenlampe, eine Kerze und den Linsenaustritt. Und dazwischen konnte man eine bemalte Glasscheibe sozusagen reinlegen und konnte Bilder werfen. Das bringt uns dazu, dass bei Theateraufführungen, also praktisch Rauch oder Nebel, hinausgepustet wurde und man konnte dann so kleine Schattentiere, Schwäne und so in diesen Rauch hineinprojizieren. Das war ein wahnsinniges Massenphänomen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Bis dann aber der Kinematograph kam und dann ist das Ding im Sande verlaufen. Ja, die Special Effects des 19. Jahrhunderts praktisch. Ganz genau. Okay, kommen wir dann zur Daguerreotypie. Das ist benannt nach Daguerre, ganz
Unegoistisch hat er es nach sich benannt und das ist 1838 aufgekommen. Er hat halt versucht, die Ergebnisse, die so eine Kamera Obscura gegen eine Wand geschmissen hat, irgendwie chemisch festzuhalten. Und irgendwann hat er Kalium-Thiosulfat-Lösung genommen und das hat dann auf einmal funktioniert. Ja, und hier sehen wir eine recht belebte Straße. Ja, die ist ganz belebt. Das ist die Pariser Straßenansicht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da damals los war. Kaufleute, schön angezogene Frauen und Herren liefen diese Straße entlang. Sieht man ja nicht. Warum war das nicht so? Nun, die Belichtungszeit damals, ja, die betrug halt auch einfach mal 30 Minuten. Das war durchaus normal. Und dieses Foto ist deswegen speziell, weil es gilt als das erste Foto, wo ein Mensch fotografiert wurde. Und zwar, ich nehme mal den Laserpointer, Achtung, da. Seht ihr den? Das ist ein Schuhputzer und der arme Mann hat 30 Minuten da gestanden und hat Schuhe geputzt. Ja? Denkt mal drüber nach. Ja? Armer Mensch. Ja. Gut, und irgendwann hat dann jemand sich gedacht, nämlich der James Clerk Maxwell. Ja. Und der hat dann einfach dreimal das Ganze gemacht, nämlich einmal mit einem blauen Filter, einmal mit einem roten Filter, einmal mit einem grünen Filter und hat das dann mit einem Projektor praktisch auf dieselbe Fläche projiziert und damit ist dann dieses wunderschöne Foto entstanden, was ganz toll. Was als das erste Farbfoto der Welt gilt. Ja, und damit hat er nebenbei auch gleich die additive Farbmischung bewiesen und gezeigt, dass das Ganze funktioniert. Und geht das Bild jetzt automatisch wieder an? Ich weiß das nicht. Technik kaputt gemacht? Ja, ich habe die Uhr nicht gesehen. Das ist halt das Problem. Sorry. Ja, ihr seht, technische Probleme passieren auch bei Nerds. Wir machen jeden Moment weiter, es tut uns wirklich leid. Techniker, lach nicht. So, wir lassen jetzt einfach so laufen, schalten nochmal die Folien durch. Wunderbar. Okay, gut. Ja, Sofortbildkamera, 1947, die erste, sozusagen die erste Selfie-Maschine der Welt. Ja, ihren Höhepunkt hat sie wahrscheinlich in den 80er Jahren gehabt. Und wir hatten praktisch also Filme in dem Kassettenfach, in dem Filmfach. Und diese wurden belichtet. Beim Herausziehen dieses Bildes wurde ein Chemiecocktail freigesetzt und man hat in Sekundenschnelle ein entwickeltes Foto. Ja, und? Ja, ein paar wenige Jahre später, 1975, man sieht einen jungen dynamischen Consultant oder ja, Kodak-Mitarbeiter, das ist nämlich der Steven Sassen, und er entwickelt den ersten Prototypen einer Digitalkamera. Das Interessante, sie wog lächerliche 4 Kilogramm und konnte Bilder machen mit einer Auflösung von 100 mal 100 Pixeln. Also 0,01 Megapixel. Unvorstellbar. Das Speichern dieser Daten hat 30 Sekunden gedauert. Das Laden der Daten hat auch noch mal 30 Sekunden gedauert. Ja, ach, ich reg mich schon auf. Ja. Und jetzt die Frage natürlich, wozu eigentlich das Ganze? Warum so viel Entwicklung für Fotografie? Ich meine, hör mal. Und das bringt uns zu den Aspekten und Auswüchsen der Fotografie. Selfies. Leute, das ist Robert Cornelius. Das war um 1800 und grad. Das erste Selfie der Welt, würde man jetzt sagen. Und er hat sich sehr für Fotografie begeistert. Er hatte in den USA als allererster Mensch in den USA zwei Fotostudios gehabt und hat damit sein Geld verdient. Ja, Selfies, was heißt das? Man macht ein Foto von sich selbst mit der Intention, es in ein soziales Netzwerk hochzuladen, um mit der Umwelt, dem Internet, Freunden zu interagieren. Ja, das hat er gemacht. Vielleicht jetzt nicht in einem sozialen Netzwerk, also vielleicht war das ein Herrenzimmer oder ein Raucherclub, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Fotografie wurde Mainstream, er hat es nicht mehr gemocht. Ja, und ist in den Familienbetrieb zu Gas- und ja, Leuchtmittelproduktion. Ein paar Worte zur Fotografie damals. Wenn jemand ein Foto von sich machen lassen wollte, es hat wahnsinnig lange gedauert, Belichtungszeiten haben wir angesprochen, es musste ein Experte kommen mit kiloweise Gepäck, man musste viel Zeit mitbringen und die Leute mussten vor allen Dingen ruhig bleiben, sonst gibt es unscharfe Fotos. Ja, und jetzt, Thomas, Wie ist das heute? Naja. Irgendwann wurden halt die Beleuchtungszeiten ein bisschen weniger. Inzwischen ist es so, dass man halt in wenigen Millisekunden ein Foto von sich hat, die ganzen in wenigen Sekunden auf Facebook hochgeladen hat. Und deswegen haben die Leute irgendwann mal angefangen, in ihrem Badezimmerspiegel mit ihrem Telefon ein Foto von sich zu machen. Also sowas.
Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht das ganz klassische Selfie, aber... Naja, warum macht man denn das Ganze? Man hat im Wesentlichen, also amerikanische Experten haben herausgefunden, dass man durch die Likes, die man für solche Selfies bekommt, halt ein bisschen Selbstvertrauen gewinnt. Wie zum Beispiel dieser Kollege hier, der es nicht ganz geschafft hat, zwischen den einzelnen Spiegeln zu unterscheiden. He's not a smart guy, you know. Ja. Vielleicht hat er nicht so viel Selbstvertrauen von diesem Selfie bekommen. Ja, natürlich. Was sprechen wir darüber? Ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich auch alle selber betroffen. Ich meine, mal Hände hoch, wer hat noch nie ein Selfie von sich gemacht? Ach, come on. Come on, ihr habt keine Smartphones, ne? Ja, nee, also wir haben verschiedene Artikel gelesen, die sich praktisch damit beschäftigen, warum man jetzt also Selfies macht. Ein Punkt war natürlich, dass möglicherweise das Selbstbewusstsein gepusht wird. Aber die andere Seite war natürlich, dass die Wahrnehmung, also die Wahrnehmung, die man von sich selber hat, mehr oder weniger auch darauf basiert, wie mich die anderen wahrnehmen. Und der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, ich kann in sozialen Netzwerken mit Leuten interagieren, vielleicht auch mit welchen, wo ich eigentlich das gar nicht will. Das Schöne ist, ich kann aber die Distanz kontrollieren zu diesen Menschen, zu denen ich vielleicht nicht so viel Kontakt haben möchte. Natürlich kann ich auch mein eigenes Image editieren. Das heißt, ich kann mich hinter einer Maske verstecken, aus Angst und Verzweiflung. Ja, Thomas, das bringt uns jetzt aber zum nächsten Thema. Genau, genug von Selfies, kommen wir zu diesem Thema. Foodporn. Foodporn, der Begriff wurde geprägt in den 90er Jahren. Wollen wir mal kurz fragen, wer kennt denn den Begriff Foodporn? Sehr schön. Naja, aber der Begriff wurde eigentlich für einen anderen Term gewählt, nämlich in den 90er Jahren gab es eine Kochshow, Two Fat Ladies hieß die, und die haben damals mit extrem viel Butter und Sahne gekocht. Die Two Fat Ladies kamen übrigens aus England und jeder weiß, das dünnste Buch der Welt ist das Buch Die Geheimnisse der englischen Küche. Naja, aber irgendwann haben die Leute dann angefangen, praktisch ihr Essen zu fotografieren und man hat dann versucht, es ganzheitlich und in einer wunderschönen Form aufzupräsentieren. So wie zum Beispiel dieses. Und das Wichtige ist, das kam nicht nach dem Magen, sondern vor dem Magen. Oder hier. Ja, das sind also klassische Anti-Beispiele für Foodporn. Frage in die Runde, wer glaubt, dass es noch schlimmer geht? Oh, das habt ihr aber nicht selber gekocht. Okay, Spaß beiseite. Also wenn ihr jemals wieder von Foodporn hört, denkt bitte nicht an das da, sondern ne, was wir euch gerade erzählt haben. Thomas, US-amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, ja, dass im Wesentlichen das nichts Neues ist. Also schon die Könige von früher hatten sich damit dargestellt. Sie wollten halt zeigen, wer man ist und was man isst halt im Wesentlichen. Aber man hat halt gezeigt, dass wenn man zu viele appetitanregende Fotos sich anschaut, dass man dadurch praktisch eine gewisse Konditionierung bekommt und man zu viel isst. Genau, weil das Gehirn praktisch stimuliert wird, ne? Sage ich immer. Oder umgekehrt. Genau. Also, gibt auch Experten, die sagen genau das Gegenteil. Absolut. Also, US-amerikanische Wissenschaftler. Man hat aber auch herausgefunden, möglicherweise die Leute, die ganz viele Foodporn-Fotos machen und bei Instagram hochladen, ja? Ihr kennt das, wenn ihr mal im Restaurant wart, ne? Ich kenne euch doch. Anyway, es gibt also die Aussage, wer solche Fotos macht von Essen, das ist vielleicht der Höhepunkt des Tages für diese einzelne Person, dieses Essen. Ja, also ja. Der Höhepunkt des Tages. Oder umgekehrt, gibt auch wieder. Oder umgekehrt, genau. Ja, ein nächster Effekt, der ist super. Ich liebe ihn. Pareidolie. Frage in die Runde, wer kennt das? Mist, doch nicht so viele. Okay, das ist also, das ist ein Phänomen, man erkennt Muster, Gesichter und dergleichen in Gegenständen, wie man hier sehr schön sieht. Und ich bin leider betroffen. Ja, ich habe damit wirklich angefangen und eines Nachts, Spaziergang, München, Dagelfing, lauf an der Kirche vorbei. Ja, stehst du da, ne? Siehst ein Gesicht.
Ja, ich kann euch eins sagen, fangt bitte nicht damit an, ey, echt, irgendwann hängt es einem zum Hals raus, weil man ständig nur noch Gesichter sieht. Nach all den verschiedenen Auswüchsen kommen wir jetzt auf unser Thema, nämlich die Panoramafotografie. Und da müssen wir jetzt ein bisschen sachlich werden, weil bei dem Thema geht es jetzt ums sogenannte Stitching. Und wir versuchen jetzt praktisch so einzelne Bilder zusammenzufügen. Das ist eines der ersten Panoramafotos der Welt, das ist San Francisco im Jahr 1851. Und damals war es noch ein bisschen schwierig, solche Panoramafotos zu machen, weil ein armer Kerl praktisch so eine Schnittkante finden musste, dann das Foto abschneiden, an der richtigen Stelle kleben. Und das Ganze war auch nicht besonders schön, weil er noch perspektivische Verzerrungen und alles Mögliche rausrechnen musste. Heute haben wir zum Glück einen Computer, da geht sowas einfacher. Da gibt es auch nicht mehr so gerade Schnittkanten und sowas, alles ja. Relativ billig. Genau, wer darüber philosophieren möchte, wie das geht, na, an der Bar vorne, Bio reicht. Okay, ja, Stitching ist ein ganz wichtiges Stichwort. Also das heißt, wir machen jetzt hier zum Beispiel eine Bilderserie, 6 Bilder. Und an den Überlappungen wird automatisch vom Computer berechnet, wird zum Panorama-Foto erstellt. Jetzt kommt aber ein ganz spezieller Effekt zu Trage. Und zwar, wenn ihr Urlaub seid und dieses Foto machen, also dieses Panorama-Foto machen wollt, und da bewegt sich ein Objekt, wie hier dieses Motorboot, und auf jedem Zwischenfoto ist sozusagen ein Motorboot zu sehen, habt ihr ein Problem. Wenn das gestitcht wird, hat man Ghosting-Effekt fabriziert. Also ein und derselbe Gegenstand ist auf vielen Fotos zu sehen. Ja, und das geht dann auch in ein bisschen schwächerer Form. So sind dann zum Beispiel, wenn es ein blödes Foto ist, die Gegenstände ein bisschen kleiner. Also das fällt in sich zusammen. Es sieht aus wie eine Störung im Zeitraumkontinuum. Oder halt ein bisschen größer. Und Thomas, ich habe ein bisschen das Gefühl, die werden wir dann gleich alle fotografieren in der Pause. Glaube ich auch. Genau. Das ist deine Arbeit. So, wir kommen jetzt mal zu ein bisschen anderen Panoramakameras. Da hat sich jemand namens Jonas Ginter ein Beispiel an unserer Kamera genommen und hat 6 GoPros genommen, hat sich gedacht, die sind eh schon so günstig, deswegen kaufen wir gleich ein paar davon und hat die auf dem Gestell gebaut und ist damit durch Berlin gefahren. Hier sieht man dann das wunderhübsche Beispiel. Er sieht aus wie so ein kleiner Prinz. Der kleine Prinz fährt gerade durch Berlin. Ja. Gut. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu Panonocam. Ich muss jetzt wirklich schnell machen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Erfunden von Jonas Pfeil. Ja. Jonas Pfeil. In seiner Diplomarbeit, Kickstarter-Projekt, 1,2 Millionen US-Dollar gesammelt für einen Ball, der im Wesentlichen aus ganz vielen Kameras besteht. Die Kamera wirft man hoch, am höchsten Punkt, wo der Ball dann praktisch dann wieder runterfällt, zack, löst das Ding aus, also der Panoramaball, und macht ein Panoramafoto. Und wir haben gedacht, das können wir auch. Ja? Das Problem ist, das Ding gibt es nicht zu kaufen, deswegen mussten wir uns selber eine bauen. So. Der Techniker, bitte. Ja, wir haben gesagt, wir bauen das Ding auch. Wir haben hier sozusagen unseren wurffähigen Ball. Wer ihn nachher mal werfen möchte, gerne. Wir hätten nur gerne vorher in bar den Gegenwert als Kaution. Wir haben sie nicht geworfen, werden sie auch nicht tun. Ansonsten, ja, die Kamera oder der ganze Ball besteht aus vielen Kameras. Wir haben insgesamt 12 Kameras verbaut. 4 Kameras oben rum, 4 Kameras unten rum, 4 Kameras in der Mitte. Das Einzige, was uns fehlt, ist die Kamera nach oben und nach unten, weil der Himmel ganz oben ist uns langweilig und der unten steht, naja, dem auf den Kopf zu gucken, naja, ist nicht unbedingt so spannend. Die ganzen Kameras haben wir alle mit sogenannten Raspberry Pis bestückt. Also jede Kamera hat einen Raspberry Pi dahinter. Warum? Waren schnell einfach zu kriegen und man musste sich nicht ein neues System ausdenken. Die werden dann mit dem Zentralcomputer verbunden, der wiederum irgendwie per WLAN angebunden ist, weil die Stromkabel sind genügend Kabel. Da jetzt auch noch Netzwerkkabel einzubauen, hat man keinen Bock. Also haben wir einfach einen WLAN-Router eingebaut. Steuert um das Ganze dann per Android-App, weil ein Schalter dran, das wäre viel zu langweilig. Das kann ja jeder. Sowas ist so ein Raspberry Pi, Steckkarten, großer Computer, davon sind 12 da drin und dann noch der Steuerungsrechner, also 13 Rechner plus, da ist so ein bisschen was drin. Das sieht man hier, was da also drin ist. Oben leerer Ball, unten die bestückten Bretter und ganz unten diese 5 Teile, das ist ein kleines Kernkraftwerk. Um die ganzen zusammenzubauen, brauchen Sie am besten eine gynäkologische Grundausbildung, weil wenn Sie nämlich mal anfangen, die Bretter hier reinzuschieben, dann sieht man mit der Zeit, wird der Platz immer weniger. Und jetzt sind die Akkus noch nicht drin und nicht angeschlossen. Die kommen nämlich jetzt. So, Schluss machen wir schnell zu, damit keiner mehr sieht, wie der Kabelverhau ist. Und damit können wir Fotos machen.
Übrigens war das gerade die Definition eines Balls für Informatiker, nur mal so. Naja, so für Physiker erste Näherung, passt schon. Ja, was haben wir für Ergebnisse? Das kommt raus. Super, ne? Nee. Come on. Das ist tatsächlich eins der ersten Bilder. Wir haben es besser gemacht. Also wir haben dann natürlich gesteigert die Ergebnisse. Da fehlen noch zwei Kameras richtig rein. Hier fehlt noch eine Kamera. Hier sind ein paar Gravitationswellen durchs Bild gegangen. Den Nobelpreis kriegt jemand anders leider. Und hier haben wir das erste Selfie von uns Vieren. Ja, der vierte fehlt gerade. Mit unserer Wahl, das heißt 360 Grad Selfie. Mit einem Klick. Und das da sind Sie. Das ist das, was wir vorher gemacht haben. Sie sehen sich selbst hier Hände heben, den Martin sich noch weggedrängt, den Thomas da stehen und ich Gott sei Dank unter dem Ball. Ey, bei mir wächst eine fleischfarbene Badekappe, ich glaub's nicht. Genau. Wie wir schon gesagt hatten, es fehlt mindestens einer, es fehlen eigentlich fünf. Wir haben angefangen ganz am Anfang mit 8 Personen. Vier Leute haben das dann fortgesetzt, bis es zu dem Status kam und der vierte konnte leider heute Abend nicht da sein. Und genau, dementsprechend auch danke dem ganzen Team, das nicht da ist und danke fürs Zuhören. Vielen Dank. In time. Ja, vielen Dank an euch. Beeindruckend, wenn ihr das zusammengebaut habt. Habt ihr Fragen? Direkt dazu. Ja. Habt ihr denn noch weitere Touren mit dem Würfel gemacht? Irgendwelche Fotosessions noch? Also was wir jetzt gemacht haben, also wer jetzt den technischen Vortrag dazu hören möchte, also da wo wir jetzt nicht so witzig sind, der geht auf bigtechtape.com. Da gibt es den kompletten technischen Vortrag, also wir haben auf Konferenzen schon darüber gesprochen und ja, ansonsten haben wir noch natürlich ein paar Fotos gemacht, aber es ist ein Prototypenprojekt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und wer zufälligerweise, ich glaube, das letzte oder aktuelle, letzte, Linux-Magazin zu Hause hat daran auf der DVD auch genau den Vortrag gesehen. Genau, das war die Ausgabe Juli 2014, ja. Ja. Aber eine Frage, Mo. Ja, findet ihr nicht, dass es ein bisschen Overkill ist, so viele PIs für die Kameras zu verbraten? Ja. Also die Frage ist, wir konnten 12 Raspberry Pis verbauen oder nicht? Also wer hätte hier lieber weniger verbaut? Nein. Wer hätte lieber mehr verbaut? Gut, okay. Also. Okay, perfekt. Wir müssen jetzt Folgendes sagen. Dieses Ding wurde zum großen Teil an einem Tag von 8 Leuten entwickelt. Und da hat man keine Zeit, eine Leiterplatte zu designen und zu ätzen. Das heißt, wir haben Off-the-Shelf-Hardware gekauft. Also das, was es bei Amazon oder um die Ecke alles gibt. Und wir hatten einfach keine Zeit, Platinen zu ätzen. Das ist im Prinzip alles. Ist das eine valide Erklärung für den Fragesteller? Ja, okay, danke. Da hinten ist noch eine Frage. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob ihr auch vorhabt, das mit Video zu machen oder bleibt es beim Foto? Also allein ein Foto dauert schon eine Minute, Video wird wahrscheinlich Jahre dauern. Also von daher nein. Aber ehrliche Antwort, ja, wir würden es gerne. Und es gibt auch, dieser Jonas Ginter hat es ja auch irgendwie geschafft. Also theoretisch ja. Aber mal sehen. Also das nächste, wenn wir tatsächlich was verbessern wollen, da haben Informatiker ja, und Physiker an Linsen rumgesägt und geschraubt und geklebt. Die gerade hinzubringen, wäre der erste Schritt, glaube ich, der nächste. Ja, also wenn wir schon nicht mehr mit Sägen zwischen unseren Füßen an den Sockeln sägen, das ist schon ein Fortschritt. Genau. Okay, gut. Passt, oder? Keine weiteren Fragen? Dann vielen Dank nochmal. Dankeschön.